Willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Victorinox-Video. Es geht um das hier. Einige werden jetzt sagen, dass es sich um eines der Erfolgsmodelle von Victorinox handelt, und zwar dem Spartan. Das dachte ich auch, dem ist aber nicht so. Wir haben zwar auch eine große Klinge, eine kleine Klinge, dann haben wir noch den kleinen Schraubendreher mit dem Dosenöffner und den großen Schraubendreher mit dem Kapsleber und den Drahtabisolierer. Dann noch die Bohr-, Reib- und Stechahle und natürlich auch den Korkenzieher. Aber irgendwie ist das Messer dennoch anders. Es ist etwas ungewöhnlich. In Bezug auf das Thema Recherche hat mir das auch latente Kopfschmerzen bereitet. Also wenn euch interessiert, wie es dann weitergeht, bleibt bitte dran. So, es geht weiter. Ich bin mir jetzt ungefähr 95% sicher, dass es sich um das Modell Standard von Victorinox handelt. Das Modell Standard ist der baugleiche Vorläufer des Spartans. Ich werde euch hierzu einen Link in die Videobeschreibung packen. Wie ich vorhin schon erwähnte, bereitet mir das Messer etwas Kopfschmerzen. Es ist euch bestimmt aufgefallen, dass hier eine Hechtklinge verbaut wurde. Ich habe noch bei keinem Spartan bzw. Standard eine Hechtklinge gesehen. Ich habe auch nichts dazu gefunden, lediglich ein nahezu baugleiches Victorinox Tourist mit 84 mm, das hier hat 91 mm. Das Video dazu verlinke ich euch hier. Ja gut, jetzt werde ich euch anhand von Bildern noch ein paar Details des Messers vorstellen. Vielleicht kommen wir dann weiter. Ich vergleiche das Victorinox Modell Standard mit einem kleinen Fragezeichen Standard mit einem Spartan. Wir haben beim Standard noch die Economy-Griffschalen ohne Pinzette und Zahnstocher, wobei das jetzt keine große Aussagekraft besitzt, die kann man ja jederzeit austauschen. Hier sieht man jetzt mal den Dosenöffner mit dem kleinen Schraubendreher. Also hier konnte ich keinen signifikanten Unterschied feststellen, der ist baugleich. Als nächstes kommt der Kapselheber mit dem Drahtabisolierer. Auf den ersten Blick ist das gleich, allerdings ist die Innenseite des Kapselhebers scharf angeschliffen. Also ich habe das schon bei einigen etwas älteren Modellen gesehen, vielleicht ist das zum Abisolieren von Kabeln, ich weiß es nicht, also von größeren Kabeln. Es gibt auch hier noch einen Unterschied, der Schraubendreher besitzt beim Standard keinen 90 Grad Stopp. Das Spartan und die neueren Modellreihen hingegen haben den schon, also das ist mittlerweile ganz normal. Beim Korkenzieher sind recht große Unterschiede vorhanden. Beim Modell Standard haben wir einen Korkenzieher mit 5 Windungen und der Zierrille. Das kann man hier ganz gut erkennen. Die Korkenzieher mit Zierrille wurden von Victorinox bis etwa 1991 produziert und in einzelnen Modellen auch noch bis 1994 verbaut. Da kann man den Unterschied zum Spartan erkennen. Das hat einen Korkenzieher mit 4 Windungen und diese Zierrillen sind nicht vorhanden. Auch die Bohr-, Reib- und Stechahle ist etwas anders. Der Nagelhieb beim alten Modell fällt etwas größer aus und der angeschärfte Teil der Ahle ist auch etwas länger. Das Loch für die Nähahle vom schwarzen Spartan ignoriere ich jetzt einfach mal, da Victorinox diese Ahlen wohl nach einer Art undurchschaubaren Zufallsprinzip verbaut hat, also manchmal mit einem Loch und manchmal ohne. Das kapiere ich bis heute nicht, also das ist also quasi zu vernachlässigen. Hier die große Klinge, die Form ist absolut identisch, die Beschriftung hingegen nicht. Auf dem Modell Standard steht auf der einen Seite Victorinox Switzerland Stainless rostfrei und auf der anderen Seite steht Victoria Officier Suisse. Victoria hieß die Mutter des Gründers von Victorinox, dem Karl Elsener. Der Name Victorinox setzt sich ja auch aus dem Namen seiner Mutter, Victoria und Inox zusammen. Bei den neueren Messern ist die Beschriftung der Klinge etwas internationaler und auch kürzer gehalten. Da steht da nur noch Victorinox Swiss Made Stainless und auf der anderen Seite Officier Swiss. Aufgrund dieser ganzen Beschriftungen auf dem Modell Standard gehe ich von einem Produktionszeitraum von 1975
bis vielleicht Ende der 70er Jahre aus, vielleicht auch noch Anfang der 80er Jahre. Genaues sagen kann ich nicht, wer was weiß, die Kommentarspalte steht offen. Jetzt zeige ich euch noch die kleine Hechtklinge. Die wurde nicht von irgendjemand umgearbeitet, sondern die war wirklich so. Die kleine Klinge des Standards ist auch etwas länger als die normale kleine Klinge vom Spartan. Ich packe euch die Spezifikation des Messers dann nochmal in die Videobeschreibung. Auffällig ist auch noch die Anbringung und die Materialstärke des kleinen Lochs für den Schlüsselring. Ja, beim Standard ist es mehr oder minder eine dünne Platine und bei den neueren Modellen befindet sich dieser Schlüsselring zwischen den Platinen und ist etwa so dick wie die Rückenfedern, also viel stabiler. Irritierend ist in diesem Zusammenhang, dass das Modell Standard diesen Schlüsselring eigentlich nicht hat. Also zumindest habe ich das gelesen, eigentlich. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wort in dem Zusammenhang anfangen soll. Bedeutet eigentlich nichts. Gut, das wollte ich euch mal zeigen. Wie ihr mitbekommen habt, bin ich mir bezüglich der Modellbezeichnung nicht hundertprozentig sicher. Am meisten irritiert mich einfach die Hechtklinge, die wurde von Victorinox ja nicht so häufig verbaut. Vielleicht waren das Restposten, ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn ihr etwas darüber wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Gut, dann kann ich mich bloß noch verabschieden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und viel Gesundheit. Eure Chaoswerkbank.